tierischer Feuerwehreinsatz heute Mittag im Schlosspark. Eine Hundebesitzerin hatte die Retter alarmiert. Direkt am Bergedorfer Schloss war ihr Fiete in den Schlossgraben gerutscht und hatte sich dort mit seiner Leine im dichten Gestrüpp verfangen. Fiete saß fest. Die Retter der Bergedorfer Berufsfeuerwehr rückten mit der Steckleiter an. Frauchen, völlig durchnässt von eigenen Rettungsversuchen, konnte nur noch zusehen, wie sich die Feuerwehrfrau langsam zu Fiete vorarbeitete und ihn beruhigte. Die Leine war mehrfach um die Äste geschlungen, dann gelang es schließlich der Retterin, die fesselnde Leine vom Halsband zu lösen, und Fiete konnte eigenständig den Rückweg aus dem Schlossgraben antreten. Frauchen völlig nass, Fiete völlig nass, aber bestens gelaunt, Tierrettung am Schloss gelungen. Glückliches Hundegebell für die Feuerwehr.